Eines Vormittags erhielt ich einen Anruf. Ich sollte mich in einem Atelier in Greenwich Village vorstellen, wo ein Bildhauer eine kleine Statuette angefangen hatte. Er hieß Millar. Er hatte bereits einen Rohentwurf fertig und brauchte nun ein Modell. Die Statuette trug ein eng anliegendes Kleid, durch das man die Körperformen genau erkennen konnte. Der Bildhauer bat mich, alles auszuziehen, denn nur so könnte er arbeiten. Er war derart in sein Werk vertieft und hatte mir einen abwesenden Blick zugeworfen, dass ich beruhigt war, mich auszog und die gewünschte Pose einnahm. Ich war damals noch ziemlich unschuldig und er gab mir das Gefühl, als gäbe es keinen Unterschied zwischen meinem Gesicht und meinem Körper, als sei ich gleichfalls eine Statuette. Während Millar arbeitete, erzählte er mir aus seinem früheren Leben am Montparnasse. Die Zeit verging schnell. Ich wusste nicht, ob seine Geschichten meine Fantasie beflügeln sollten. Jedenfalls zeigte er nichts, was auf irgendein persönliches Interesse an mir hätte schließen lassen. Offenbar machte es ihm Vergnügen, sich selbst die Atmosphäre von Montparnasse ins Gedächtnis zurückzurufen. Dies ist eine der Geschichten, die er mir erzählte. Die Ehefrau eines modernen Malers war Nymphomanin. Sie hatte Tuberkulose. Ihr Gesicht war kalkweiß mit tiefliegenden, brennenden, schwarzen Augen und grün geschminkten Lidern. Ihre Figur war üppig, meist trug sie eng anliegende schwarze Kleider. Ihre Taille war im Gegensatz zum übrigen Körper schmal. Um die Mitte trug sie einen großen griechischen, etwa 15 cm breiten und mit Steinen besetzten Silbergürtel. Dieser Gürtel war faszinierend, er glich dem einer Sklavin. Er erweckte unterschwellig den Eindruck, als sei sie tatsächlich versklavt, eine Sklavin ihres sexuellen Hungers. Man hatte das Gefühl, man brauchte nur den Gürtel zu fassen und zu öffnen, und sie würde einem in die Arme fallen. Er war dem im Musée Cluny ausgestellten Keuschheitsgürtel nachempfunden, von dem es heißt, Kreuzritter hätten ihn ihren Frauen angelegt, ein breiter Silbergürtel mit einem Anhängsel, das die intimste Öffnung bedeckte und sie für die Dauer der Kreuzzüge unter Verschluss hielt. Übrigens fällt mir da eine amüsante Anekdote von dem Kreuzritter ein, der seiner Ehefrau einen Keuschheitsgürtel angelegt und seinem besten Freund den Schlüssel dazu gegeben hatte, für den Fall, dass der Ritter in der Schlacht fiele. Kaum war er davongeritten, als ihm der Freund im Galopp nachraste und rief, »Hey, ihr habt mir den falschen Schlüssel gegeben!« Solcher Art waren die Reaktionen, die Louises Gürtel bei jedem von uns auslöste. Sie pflegte in unser Café zu kommen, uns mit hungrigem Blick zu mustern, als erwartete sie eine Einladung, sich zu uns zu setzen. Dann wussten wir jedes Mal, dass sie wieder auf der Jagd war. Natürlich hatte ihr Ehemann davon erfahren. Er war ständig hinter ihr her, eine jämmerliche Figur. Seine Freunde gaben vor, sie sei wohl in einem der anderen Cafés. Dort wurde er wieder in ein anderes geschickt. Inzwischen hatte sie jeweils genügend Vorsprung gewonnen, um mit irgendeinem von uns in einem Hotel zu verschwinden. Darauf versuchten wir wiederum, ihr Bescheid zu geben, wo ihr Mann sie gerade suche. Am Ende war er so verzweifelt, dass er sie seinen besten Freunden offerierte, damit sie zumindest nicht in die Hände von Ausländern falle. Er hatte Angst vor Ausländern, besonders vor Südamerikanern, Negern oder Kubanern, denn er hatte Bemerkungen über deren angebliche Potenz aufgeschnappt und fürchtete, seine Frau, finge sie je mit einem von ihnen etwas an, könnte ihn für immer verlassen. Louise war durch die Betten aller seiner Freunde gegangen. Eines Tages begegnete sie aber tatsächlich einem dieser Exoten. Das Delta der Venus von Anaïs Nin.